Liebe Erdingerinnen und Erdinger, dieses wunderschöne Altstadtmodell stilisiert unsere schöne Altstadt in Erding. Und sicherlich haben Sie in den letzten Wochen auch darüber gehört, dass der Stadtrat zu diskutieren hatte, ein Böllerverbot für die Silvesternacht über dieses Altstadtgebiet zu stülpen. Dabei geht es nicht darum, Spaßbremse zu sein, sondern es geht darum, berechtigte Sorgen aufzunehmen. Die derer, die dort wohnen, die sich immer unsicherer fühlen, aber vor allem auch die Rettungskräfte, die bei ihren Einsätzen vor Ort bei dem Betreuen von Verwundeten plötzlich auch beschossen worden sind. Eine Situation, die eigentlich unvorstellbar ist, aber der wir nicht tatenlos zusehen wollen. Wir haben daher beschlossen, an Sie, an die Öffentlichkeit heranzutreten und sich verantwortlich zu zeigen. Insofern, dass man selbst Zivilcourage hat und solche Leute darauf anspricht, dass das ein Verhalten ist, das weder zu tolerieren noch zu akzeptieren ist, sondern bei dem man anpacken muss. Der zweite Punkt ist natürlich der, dass eine erhebliche Gefährdung für unsere Gebäude, für die Schönheit dieser Altstadt auch von diesem Böllerverbot nicht gesichert werden kann, aber wir auf sie zugehen möchten, hier in der Innenstadt behutsam und vorsichtig in der Silvesternacht umzugehen. Kurzum, eigentlich schade, dass man so einen Appell überhaupt aussprechen muss, aber in vielen Städten hat es funktioniert, an die Verantwortlichkeit und auch an die Bürger insgesamt zu appellieren, dass man vorsichtig, behutsam unter dem Grundsatz, das, was man selbst nicht will, auch anderen nicht zuzufügen, ein schönes Silvester erleben kann. In dem Sinne bitte ich um Ihre Unterstützung der Feuerwehren, der Polizei, der Einsatzkräfte, dass wir gemeinsam alles tun, dass dieses Jahr in Silvester sich keine solchen Szenen abspielen, wie wir sie in unserer Stadt nicht haben wollen.